bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay, Nathan wartet auf uns. Ah, verdammt! Ich hab. Hi, Cole. Hey, Alan. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Wir sind da. Los jetzt, Jody. Komm schon, Jody. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey, Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Puls der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. Ich weiß.
Aiden, lass ihn in Ruhe. Hey, Greg. Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. Nächste Karte. Nächste Karte. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Aiden, du sollst mir helfen. Jetzt! Jody, kannst du da drin noch was anderes bewegen? Vorbei sein.